Die Sonne lacht, der Sommer ist da, aber eine Krise jagt die nächste. Erst Corona, jetzt Krieg, Inflation, düstere Aussichten sind das. Wir umgehen mit den Sorgen, die die Sommerstimmung überschatten. Und wie ist das mit dem Spaß haben in Krisenzeiten? Darf das sein? Oder muss das vielleicht sogar? Wir fragen nach auf den Straßen unserer Stadt. Wir haben eine Klimakrise, wir haben Corona, wir haben eine steigende Inflation. Ja, immer mehr Menschen können sich immer weniger leisten. Darf man da noch feiern gehen? Gerade deswegen muss man auch Verständnis haben, was es halt gerade passiert, zum Beispiel mit Corona, mit dem Preis, dass alles so hochgestiegen ist, muss man es halt schon erstmal zurechtkommen und nicht nur an den Spaß denken, sondern an Zukunft und Ziele. Das ist meine Meinung. Also nicht alles feiern, feiern, feiern. Das Wichtigste ist nicht dieses Inflation kommen lassen. Ja, alles andere, Klima ist wie immer dieses Thema. Klima, Klima, Klima. Hier achten die gut, woanders nicht. Das ist schwer. Ja. Momentan ist ja so ein bisschen Sommer, Sonne, aber dann halt doch einige Sorgen, die so sind. Corona, Krieg in der Ukraine, Krieg eigentlich fast überall in der Welt. Wir haben eine Inflation, ja, wo sich viele Gedanken machen, was kann ich mir in Zukunft überhaupt noch leisten? Kann ich mir überhaupt noch irgendwas leisten? Klimakrise gerät auch schon wieder in Vergessenheit und so. Ne? Und da gibt es ja manche Leute, die sagen, boah, und dann fahren wir noch in Urlaub oder ihr feiert oder seid irgendwie unbeschwert und so. Ne? Was antwortest du da? Also ich finde es schwierig, man muss ein gesundes Mittelmaß finden. Natürlich muss man darauf achten, also dass man, aber ich finde, man kann sich auch nicht, man muss sich auch mal eine Auszeit gönnen, sonst macht man sich ja selbst irgendwie auch fertig und kaputt. Ja. Also wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß, dass man halt trotzdem mal feiern geht, vielleicht trotzdem darauf achtet, wegen Corona und alles weitere und auch wegen der Klimakrise, aber naja, Flugzeuge fliegen im Moment ja sowieso nicht. Ja, die Preissteigerung. Aber ja das auch, ist ne? Irgendwie Jammern auf hohem Niveau, sage ich da dazu. Also, es wirklich gibt Schlimmeres. Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Ich auch. Also wenn wir jetzt einen Grad runterdrehen müssen, wäre es jetzt nicht so schlimm, oder? Aber Produktion ist halt auch wichtig, ne? Bei uns, sonst haben wir wieder so viel Arbeitslose. Ja, aber wir sind wirklich noch eins mit von den reichen Ländern. Wir sind noch eine von den reichen. Also darum meine ich, es gibt Schlimmeres. Das stimmt. Was sagt ihr? Kann man trotzdem einfach mal was Unbeschwertes im Sommer machen? Definitiv. Ja, schon. Also. Also jetzt nach dem ganzen Corona vor allem. Denke ich schon. Also jetzt durch die ganzen, wo die ganzen Maßnahmen weggefallen sind, ist es schon unbeschwert. Auch jetzt, wenn es mit dem Krieg ist, natürlich denkt man schon drüber nach. Aber ich glaube, dass man trotzdem so ein bisschen unbeschwert halt. Oder das ist dann auch gerade, dass man manche Sachen dann nochmal so bewusster wahrnimmt. Oder mehr genießt. Ich glaube auch, dass man viele Sachen wieder mehr schätzen lernt. Man muss so mit Freunden rausgehen und so halt, was eigentlich eine normale Sache davor war, einfach wieder was Schönes wird. Und ich gehe zum Beispiel irre gern picknicken oder sowas. Und ja, ich glaube, da freue ich mich diesen Sommer auf jeden Fall ganz doll drauf.